Aber ich krieg schon mal für den Extraktor genug zusammen. Jo. Also schicke ich meine Jungs mal wieder auf Materialüberfälle. Da und da. Oh, die sind nicht ganz bei, nicht mehr ganz gesund. Egal. Doppelte Einheiten möchte ich eigentlich am liebsten vertosten. Da stirbt. So. Außerdem Schreckensfürsten. Den würde ich gern behalten. Als Ersatz. So. Gut. Soweit so gut. Buddelt mal hier durch. Mal neue Arbeitskräfte. Man kann nie genug Arbeiter haben. So, Materialien vom Heldeneingang. Du gehst essen. Ihr geht essen. Und Trupp 2 stellt sich da zum Warten an. Jetzt fehlt eigentlich nur noch diese Ausrüstungssache, weil dann haben wir sonst alles. Okay. Das könnte ich auch, glaube ich, gerade einfacher haben, indem ich einfach Squad 1 schon mal mit guten Waffen ausrüste. So, Squad 2 geht essen. So, und ich habe hier genug. So, da, da, du da. Du da, kann ich dich jetzt runterschieben? Nein, kann ich nicht. So, ihr geht trainieren. Und ich kann Waffen freischalten. Sehr gut. Starte ich erstmal alle Stufe 3er mit Rüstungen aus. Lass Baal noch einen Improven. Und die beiden schafft Baal eigentlich fast schon alleine. Genau. Sehr schön. So, euch noch. Gut ausrüsten. Und Essen schicken. Und dann schicke ich Baal schon mal durch den Eingang. Dann können wir nämlich alle Einheiten hinterher porten. You! How did you manage to get down here? I climbed the shaft, of course. See, I have a brother who has a wife who was previously engaged to an alchemist whose mother gave birth to a lovely beard queen who in turn had a bastard boy with the head of the local immigration's office. Was? Well, that second bastard is now the commander of Dwat, a daft but very friendly lad named Boris. He said I was welcome to help him search for the intruder. So what now? You're gonna call for reinforcements? Come now, I really didn't mean for the Slayer to hit you so hard, and you must admit you were really annoying about those candles. I'm not evil! My dear mom is evil! She wants the demon snoozing and snoring! All right, calm down. Don't want to add frenzy to your list of quirks, hmm? Only joking. I'm not mad. Well, yes. I might be a tad mental, but I'm not angry. You are safer than a carrot on the sovereign's plate. So long as you agree to do me a favor. There is an ancient tome down here called the Book of the Bell-Shaped Candle. I need it. Wake the Lord of Sludge. I guess I can have a look, though I'm beginning to find our relationship kind of one-sided. It's always Renfield wants and Renfield needs. What about Oscar's needs, hmm? That's the great thing about being insane, isn't it?
You get to act like a rich person without being burdened by a crapload of possessions. How about this? You keep a lookout for the totem, and I smuggle down some food and materials to you. Well, sounds fair enough. Oh, finey, finey. Mama's hiney. We got a dealio. A new side that quest has been added. Making me nervous, but if he can smuggle down some stuff, I'd say it's worth helping him. The book he is after consists of 3 volumes. Search the entire level, do it yourself. I don't trust our minions in this task. Jo. Okay. Wieder mal für Mr. Faust. Ich finde den Namen so genial. Der hat ja auch gesagt, wenn der Oscar jetzt mit der Faust verpasst, dann fällt er tot um. Also für Mr. Faust muss ich jetzt Bücher besorgen. Oh. Aber erst muss ich Untote kloppen. Beef is back on the menu, lads. Finde alle 3 Buchbände. Sollte sich irgendwie einrichten lassen. My gratitude you have. Now you must save my brethren. Thou and the cursed staffs, unbury in might. Destroy the weak, then the middling, then the mighty, and my brothers are weak. How tedious! Destroy the mighty. I have wings, the don't weak, I? Then the middling, and you may a gently be. Oh. Truly, so oh my god. But the brain goes rather numb after 600 years down here. Me and my pals came to search for magical treasures when we were transformed into this. Anyway, thanks and all that. Say hi to the guys for me. If I understood that correctly, there are 3 cursed staffs down here that must be destroyed. Do that, and the goblin creatures will be free and possibly willing to help us in our quest. See what you can do, Death Slayer. Something tells me they would be a great addition to our team. Okay, wir kriegen, glaube ich, mittlerweile immer mehr die Möglichkeit, was zur Hölle? Das sieht mir aus wie ein zwergisches Rätsel. Okay, da ist einer von diesen Altaren. Baal? Tapp mal hier drauf. Okay, es passiert nichts. Nichts. Ah, ich verstehe. Es kommt hier auf die Reihenfolge an. Erst das. Dann das. Dann das. Okay, ich muss also vom Stein auf eine Spitzhacke treten. Liegt dahinter was? Ja, dahinter liegt wohl eins der Buchbände. Hm? Also erst auf den Stein auf eine Spitzhacke, dann den Amboss. Stein, Spitzhacke, Amboss. Aber von da aus kann ich auf... Ja doch, da kann ich auf das Schwert treten, aber von da aus geht es nicht weiter. Also würde ich mal sagen, so rum. Dong, dong. Dann hierher. Gut. Stein, dann wieder Spitzhacke, Amboss. Stein, da kann ich aber auf keine Spitzhacke, aber von hier aus kann ich auf eine Spitzhacke. Amboss, Schwert, das da und dann da unten rum, das dürfte es gewesen sein. Gut. Gib mir das Buch. Yam, yam, yam. Das sieht gerade so, wirklich so aus, als ob Baal es frisst. Und zurück. Okay. Dann gucken wir mal hier weiter, ob es hier noch einen Weg gibt. Wenn nicht. Ja, doch, es gibt noch einen. Erstmal wieder Moschzeit. Heroes are entering your dungeon. Helden. Achso, ich wollte noch mal so einen Supermatcher aufstellen. So.
Okay. Nom nom nom. Dong. Und du bist auch Matsch. So. Ja, ich mag diese Matscher. Ich muss aber auf jeden Fall vorsichtig mit den Stäben sein. Ja, da ist auf jeden Fall noch so ein Buch, glaube ich. Woher zum Teufel soll ich eigentlich wissen, welcher Stab der stärkste ist und welches der schwächste? Oder kommen einfach nur Gegner, wenn ich einen zerstöre? Ball? Nicht so gut. So. Erst diese vergnüglichen Sachen nebenbei. Ich habe wieder genug, um euch alle auch ganz abzugraden. Oh, und ihr da unten seid auch schon alle Stufe 3 geworden. Gut. Guti gut. Dann gibt es hier erstmal wieder Upgrade-Action. Und wir holen uns hier das zweite Buch. Es fehlt noch ein Stab und ein Buch. Wie sehen meine Truppen aus? Ach, die sehen so aus, als ob ich sie bald zurückziehen sollte. So. Essen. Essen. Trupp 3. Trupp 4. Dann schicke ich also zweimal kurz auf Materialmission, dass wir genug Materialien zusammenkriegen für die restlichen Upgrades, würde ich mal sagen. Wobei, wenn wir von Fausti, ich sollte ihn nicht so nennen, oder? Wenn wir von Mr. Faust Nahrung und Ressort und Materialien kriegen sollten, dann erübrigt sich das eigentlich nochmal auf Materialmission zu gehen, weil die sind alle Stufe 3, sind gut ausgerüstet eigentlich. So. Du da. Du da. Okay. Ich würde fast schon mal sagen, wir gehen jetzt mal hier rum. Vom Ausgangspunkt aus. So. Genau, und hauen die da. Mal sehen, ob wir noch was Tolles finden können hier drüben, nämlich. Auf jeden Fall eine Truhe. Hallo Kobolde. Und noch ein Rachegeist da in unserer Mitte. So, öffne die Truhe. Ist da Gold drin oder? Ja, ist nur Gold drin. Oh, eine Falle hat sich aufgelöst. Ah ja, der eine Matsch hat sich aufgelöst. Doof. Okay, war ich hier unten schon? Ja, hier war ich. Hier war das zweite Buch. Dann gucken wir mal hier oben weiter. Ah, hier ist der dritte Stab.
So, Missionsziel erreicht. Oh, nö.